Sehr überschaubar. Power. Lights. Nichts passiert. Die Sicherung springt wieder raus. Ja, da muss ich wohl erst das Notstromaggregat wieder in Gang bringen. Die Tür ist mit einem elektronischen Kartenschloss gesichert. Auch das war eine irgendwie... Eine feuerfeste Metalltür. Wahrscheinlich hat man die Gemälde in diesen Raum gebracht, als das Feuer ausgebrochen ist. Ja. Also vom Feuer sehe ich hier gar nicht so großartig viel. Hier sind so ein paar Spuren auf dem Boden, aber ansonsten sieht das im Museum eigentlich noch gut in Schuss aus. Gut, hier oben ist auch noch ein bisschen abgewrackt, aber... Na gut, dann gehen wir mal nach oben die Treppe benutzen. Eine Tür, Fenster. Gehen wir erstmal durch die Tür, wa? Komplett verzogen. Die bekommt man wohl selbst mit einem Brecheisen nicht mehr auf. Scheiße. Auch nicht mit einem Bolzenschneider? Schade. Im Raum hinter dieser Tür hat das Feuer wohl besonders stark gewütet. Dann winken wir mal aus dem Fenster wie die Queen oder so. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Dann fühlen wir uns erhaben. Ich bin schon lange nicht mehr an der Außenfassade eines öffentlichen Gebäudes entlang geklettert. Da wird mal wieder Zeit. Ach du Kacke. Und dann das Fenster rein. Spannung pur. Meine Güte. Das Feuer hat hier ganze Arbeit geleistet. Dieses Aroma und dieses Brillengestell, das ist interessant. Ich trage ja auch eine Brille, aber diese Brille erscheint mir nicht sonderlich attraktiv. Ein verbogenes Brillengestell aus Metall. Ah, hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Schublade. Eine Schublade. Scheint verschlossen zu sein. Warum ist hier alles verschlossen, verdammte Axt? Mach doch mal auf da! Auf da da, auf da da, da 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 da. Eine Gießkanne, na klar, warum auch nicht? Für die Zimmerpflanzen, die es nicht geschafft haben. Damit könnte ich ja eventuell den Diesel reinfüllen, das werden wir gleich mal machen. Probieren. So eine Hitze war selbst für diese Palme zu viel des Guten. Wo war? Alles ein Opfer der Flammen. Tür benutzen? Die wird sich nie wieder auf traditionelle Weise öffnen lassen. Ei drüber und dann läuft das wieder. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Gießkanne, die uns helfen könnte. Das werde ich direkt mal ausprobieren. Zack. Oh, aber diese Wege, diese weiten Wege. Ich bin doch faul, Mann. So, erstmal natürlich das Öl da rein. Ich habe den Diesel vorsichtig in die Gießkanne umgefüllt. Was heißt das Öl? Das ist ja Diesel. Das ist ja guter Diesel. Der Winddiesel. Wie, Leerkanister? Ich habe doch gerade... Ach so, da. Ich Idiot. Zack. Die Tülle der Gießkanne passt perfekt in die Tanköffnung. So geht kein Tropfen Diesel verloren. Bei den Spritpreisen wollen wir das auch hoffen, ne? So, jetzt sollte das doch laufen. Jetzt tuckert der Generator vor sich hin und versorgt das Museum mit Notstrom. Mensch, wie wir das Museum mit Notstrom versorgen und es dadurch zu einem besseren Ort machen. Wir sind so wohltätig unterwegs. Es ist so schön. Die Beleuchtung funktioniert jetzt. Allerdings ist dafür die Sicherung für die Steckdosen wieder rausgeflogen. Das Notstromaggregat ist wohl nicht in der Lage, Beleuchtung und Steckdosen gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Was soll der Scheiß denn, der Käsesalat? Jetzt haben wir Licht. Vielleicht hilft uns das ja auf irgendeine erstaunliche Art und Weise. Hier hingen wohl die Gemälde darunter. Ja, das hatten wir schon. Treppe nach unten, oben. Ich komme noch weiter nach oben. Jetzt. Nee, komme ich scheinbar nicht. Nee, die Tür wollen wir nicht. Die geht ja nicht. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Ich habe ja immer noch das ultra tolle Brillengestell bei mir. Damit könnte ich ja vielleicht phänomenale Dinge anfangen. Geht dann die Tür auch immer noch nicht auf? Da brauche ich immer noch so eine Karte, ne? Die Tür ist mit einem elektronisches Kartenschloss. Da kann ich mit einer Brille natürlich nicht besonders viel machen. Genauso wenig mit einem Bolzenschneider. Ja, May. Murphy der. Aber wir gehen mal ganz kurz hier wieder durchs Fenster. Ich will mir nochmal da mal ganz kurz umsehen. Wenn Nina mal ein bisschen schneller kriecht. So, hier müsste ja auch Licht an sein. Hier ist immer noch die tote Pflanze, das Bücherregal. Die Schublade muss doch irgendwie aufgehen. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Das Schloss habe ich im Handumdrehen geknackt. Mit einem Brillengestell, Mensch. Das kann ich auch Außer übrigens. Einer dünnen Metallkarte ist hier nichts Brauchbares zu finden. Oh, so eine habe ich auch. Ja, und so eine dünne Metallkarte ist äußerst praktisch, Nina. Wenn du dir mal gemerkt hättest, dass da so eine Tür war, die das benötigt, dann wäre das gut gewesen. Ach, das ist jetzt rätselmäßig jetzt noch nicht so schwer, was hier gerade ist. Ich hoffe mal, das ist es dann auch. Und ich komme ins Archiv und zu meinem Bild. Ohne Strom kann die Schlüsselkarte nicht eingelesen werden. Ja, dann müssen wir den Strom mal wieder anschalten. Ist ja gar kein Problem.
Ist ein bisschen überfordert, das System. Hallo? Die Steckdosen sollten jetzt wieder funktionieren. Das Notstrom... Ja. Licht brauchen wir nicht. Wir haben gute Augen, wie Katzen quasi. Die Tür ist mit einem Elektro... Ach, Herr Jimmy. So. Geschafft. Der Weg ins Archiv ist frei. Raiffeisenbank. Wir machen den Weg frei. Dieser Raum hat keine Fenster. In dieser Finsternis kann ich nichts erkennen. Jetzt sag ich, ich muss wieder zurück und das Licht anmachen. Komme ich da nicht wieder rein? Doch. Warte, jetzt will ich mal sehen, wenn ich dann das Licht wieder anmache. Die Beleuchtung funkt das Not... Ja. Komme ich wahrscheinlich nicht mehr durch die Tür. Bingo. Doch. Irgendwo hier muss Da Vincis Gemälde aufbewahrt werden. Toll. Dann, suchen wir doch mal. Aufräumen. Die Kisten enthalten nichts Interessantes. Scheiße, das ist alles teurer Krempel, den du verkaufen kannst. Man denkt doch mal ein bisschen kriminalistisch. Hab doch mal eine kriminelle Ader. Hab doch mal kriminelle Energie, wie man so schön sagt. Tür zum Archiv. Da drin müssen sich hunderte oder gar tausende Ausstellungsstücke befinden. Die Suche nach der Madonna Benoit würde eine halbe Ewigkeit dauern. Es gibt sicher einen einfacheren Weg. Immer den Weg mit dem geringsten Widerstand gehen. Immer den Weg mit dem... In eine Steckdose. Toll. Da können wir ja mal den Finger reinhalten. Mal gucken, was passiert. Computer. Der Computer fährt nicht hoch. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Steckdosen keinen Strom haben. Ah, jetzt müssen wir es doch irgendwie gleichzeitig machen, hä? Tolles Bild übrigens. Das ist auch alt. Ein extrem ordentlicher Arbeitsplatz. Hier liegt nichts rum, was ich brauchen könnte. Okay, ein Röntgengerät. Ohne Strom tut sich da nichts. Ja, ohne Moos, ne? Nix los, ne? Ja, wisst ihr Bescheid. Ich bin doch kein Phasenprüfer. Nicht? Warum nicht? Eine ganz normale Steckdose. Ja, wenn ich jetzt ja wieder die Steckdosen aktiviere, dann sehe ich ja wieder nichts. Ja, wieder Zappenduster. Wie man unschwer erkennen kann, sind die Lampen an. Mensch, du Genie. Da ist eine Lampe. Hier, das ist doch super. Eine Lampe? Wie nützlich. Sie kriegt die auch an? Ah, die kann ich da in die Steckdose packen. Ah, Plan. Ich weiß, was zu tun ist. Jetzt machen wir nämlich schön hier wieder der Power. Yo, Nina, ist ja gut. Wiederhole ich doch noch 10-mal, Mrs. Papagei. Und dann gehen wir mal... Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Sag mal, was bist du eigentlich für eine Pussy, sag mal. Dann mach halt die Lampe. Der Schirm fehlt, aber sonst... Alter, die hat doch echt einen Vogel, ey. So, dann machen wir das halt anders. Ich trau mich nicht weiter, es ist so dunkel. Da könnte der böse Buhmann warten oder Slender oder sonst irgendeine komische Gestalt. Dann werden wir zuerst das Ding einstöpseln. So. Das wird aber kaum ausreichen, um den ganzen Raum zu erhellen. Ich steck das Kabel mal ein. Leider ist kein Saft auf der Steckdose und so bleibt die Lampe aus. Ja, ist okay. Haben wir vorher vielleicht auch noch eine Steckdose am Anfang? Dann wird's Sinn machen. Nee, dann haben wir nur Holzkisten und Lampen. Na gut. Probieren wir es nochmal. Die Steckdose. Na komm. So. Ah, siehst du jetzt was? Ja, siehste mal. Da drin müssen sich hunderte oder gar tausende Ausstellungsstücke. So. Jetzt ist das alles schön in einem. Jetzt geht auch der Computer wahrscheinlich an. Meine Güte, der bootet aber schnell. Ja, Hightech. Museum hat Geld. Ich sollte ihn nicht ständig an- und ausschalten. Ah, jetzt muss ich suchen. Okay, Titel. Muss ich was eingeben hier? Oder wie gebe ich jetzt was ein? Ich kann nichts eingeben. Kein Treffer. Off. Ich kann aber nichts eingeben. Meine Tastatur geht nicht. Oder... Muss ich das wieder kombinationsmäßig irgendwie machen? Nandaria. Wie geht denn das? I can't do anything. I tip like an animal. It don't work. Ich kann hier nichts tun. Ich bringt alles nichts. Das ist doch alles blanker Hohn. Honi, moni, moni, koni, loni. Pony 2012. Oh Mann. Mein Mobiltelefon. Hochmodern. Ja. Eine Glasscheibe. Ja. Praktisch. Ja. Ein Verbot. Ja. Da ist kein... Ja, hilft mir auch nicht weiter. Hä? Nanima Hanniman. Nina, das Bild muss ich hier im... Ja, das wollte ich gar nicht. Habe ich hier keine Tastatur? Ein extrem ordentlich... Warum kann ich denn da nichts eingeben oder bin ich total falsch davor? Ich sollte erst das Gemälde... Ja. Ich sollte...
Ich kann nichts eingeben, Leute. Hä? Kein Treff. Was ist das denn? Könnt ihr mir mal helfen? Nach welchem Gemälde soll ich suchen? Ey, fick dich, Spiel. Fick dich und deine Mutter. So. Nach welchem Künstler soll ich suchen? So, Leonardo da Vinci. Welches Entstehungsjahr soll ich auswählen? Müsste da gewesen sein, so. Ja, ich weiß jetzt, wo die Madonna Benoit aufbewahrt wird. Dann will ich sie mal holen. Ah, Nina, mach das mal. Mach das mal. Meine Güte, da drin kann man sich ja heillos verlaufen. Aber ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Bin gespannt, was für ein Geheimnis das Gemälde birgt. Ja, ich fange auch gleich an zu platzen und zu explodieren und laufe rot an und weiß was ich, lauf Marathon, weil ich verrückt bin. Natürlich. Anderson hat das Gemälde durchleuchtet und dabei Da Vincis Geheimnis gelüftet. So schwer kann das eigentlich nicht sein. Ich versuch's mal. Ja, Röntgen kann sogar meine Oma. Macht's auch immer. Ui. Ui, Matrix-Modus geht an. Was ist das denn? Was passiert hier? Ja, würde ich auch mal gern wissen. Oh, wow! Wir sind doch in der Matrix. Hab ich's doch gewusst. Ach, nicht schon wieder. Mein Freund, ihr wünscht mich zu sprechen? Mein König. Verneigt euch nicht, Archimedes. Mag meine Macht auch groß sein. Mein Name ist irgendwann vergessen. Deiner hingegen wird die Zeit überdauern. Euer Bote sagte mir, dass ihr eine außerordentliche Entdeckung gemacht habt. In der Tat. Schaut her. Was seht ihr? Einen Kreis? Wer ein Rad beschlägt, muss den Umfang des Rades kennen. Wer eine Säule mit einem Kranz schmücken will, muss wissen, wie groß der Umfang dieser Säule ist. All dies lässt sich nur mit Hilfe der Kreiszahl bestimmen, die allerdings seit jeher nur auf Schätzungen beruht. Niemand wusste, wie man sie genauer berechnen kann. Ihr habt die Formel gefunden? Großartig! Unsere Baumeister werden es euch danken. Verzeiht, mein König. Aber hier geht es um weit mehr als den praktischen Nutzen für das Handwerk. Diese Formel birgt die Ewigkeit. Ihr sprecht in Rätseln. Die Kreiszahl ist schwer fassbar. Sie besteht aus mehr Ziffern, als ihr Sterne am Himmel seht. Sie bis auf die letzte Stelle zu berechnen, bedarf viel Zeit. Der Kreis ist das Symbol der Vollkommenheit. Wer die Kreiszahl bis auf ihre letzte Ziffer kennt, dem erschließt sich das Geheimnis dieser Welt. Entschlüsseln wir diese Zahl, so blicken wir in das Antlitz der Götter. Ihr wart mir stets ein treuer Freund. Und ihr wisst, dass ich eurem Urteil vertraue. Wenn ihr einen Gehilfen für die Berechnung braucht, so genügt ein Wort. Nicht einen, mein König. Die Berechnung dieser Zahl wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Bau der Pyramiden. Wir brauchen Tausende. Die wollen Pi bis zum Ende berechnen. Ist ein bisschen weit hergeholt, oder? Mein Gott. Diese Visionen werden immer merkwürdiger. Hatte Archimedes recht? Verbirgt sich hinter Pi ein Geheimnis? Nina Kalenko? Anderson? Nein, der ist genauso verschwunden wie dein Verlobter. Max, was ist mit ihm passiert? Dasselbe, was mit dir passiert wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Hast du nicht gemerkt, dass du überwacht wirst? Überwacht? Von wem? Erklär ich später. Komm sofort zu mir. Wo finde ich sie? Hallo? Sind sie noch da? Anscheinend nicht. Ach, das sind doch diese modernen Dinger, die man abscannen kann, oder? Hab ich noch nie gemacht, aber machen wir jetzt. Mit meinem Mobiltelefon kann ich solche QR-Codes einlesen. Genau. Mann, wie modern dieses Spiel auch ist. Hightech vom Feinsten. Ich werd verrückt. Alcatraz? Cassandra? Der Name stand doch auch in der E-Mail, die Max von diesem Restaurator erhalten hat. Genau. Wenn ich mich recht erinnere, ist Cassandra eine tragische Figur aus der griechischen Mythologie, die jedes Unheil vorhersah, aber bei niemandem Gehör fand. Nicht gerade ein gutes Omen. Aber das ist meine einzige Spur. Okay. Cassandra. Ein schöner Name. Jetzt sei nicht, wir fahren nach Alcatraz. Ins Gefängnis. Also ins ehemalige ist, glaube ich, gar kein Gefängnis mehr, ne? Ich werd weich, Leute. Ich werd weich. Aber viele Szenenwechsel haben wir hier. Alter Falter. Hier geht's ja heiß her. Gerade ist eigentlich man da. Okay, ich entriegle die. Verdammt!
Hallo? Was ist... Die haben mein System gehackt und übernehmen die Kontrolle. Sorry, melde mich gleich wieder. Halt, warten Sie! Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Verdammt! Ins System gehackt? Übernehmen die Kontrolle? Worüber denn? Ich muss Cassandra finden. Ja, ich auch. Sag mal, wo haben die eigentlich, wo hat Nina eigentlich das Geld her? Wo hat Nina eigentlich das Geld her, durch die ganze Welt zu jetten? Ich frage mich das wirklich immens. Ja, wir sind jetzt in Alcatraz im Gefängnis, warum auch nicht? Wir werden uns jetzt auch an eine Zelle bequemen und diesen Part, diese Aufnahmeseason, die ich hier gerade betrieben habe, erstmal wieder auf Eis legen. Beim nächsten Mal geht's dann munter weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski, euer Arkus. Bye, bye.